Ja, so kennen wir sie, die Bündner Kirmes. Mit ihren großen und kleinen Attraktionen, mit ihren Gerüchen von gebrannten Mandeln und Zuckerbäckern sorgt die Kirmes jedes Jahr für Aufregung in der Stadt. Doch wie sah die Kirmes damals aus? Vor 100, vor 200, vor 250 Jahren? Was gab es auf der Kirmes zu sehen? Und fand sie genauso großen Anklang wie heute? Woher kommt überhaupt der Name Kirmes? Diesen Fragen wollen wir in diesem Film nachgehen und die Geschichte der Bündner Kirmes ein wenig näher erläutern. Als erstes wollen wir uns mit den Wörtern Jahrmarkt und Kirmes auseinandersetzen. Wir fragten Passanten in der Ebenbürner Innenstadt, was sie unter diesen Wörtern verstehen. Kirmes ist eine Kirchweih eigentlich, ne? Und Jahrmarkt ist so ein Krammarkt. Also mit Buden und Attraktionen und manchmal gibt es auch Kleider zu kaufen und irgendwelche anderen Sachen. Das ist ein altes Volksfest. Von früher schon, als ich Kind war, sind wir schon zur Kirmes gegangen. Jahrmarkt ist Piep. Kirmes finde ich besser, weil da gibt es ja, so Spaß, Erlebnis, kann man Freundin sich treffen. Jahrmarkt, weiß nicht, ist mehr ein Viehmarkt, hätte ich beinahe gesagt. Und Kirmes, ja, Volksbelustigung, so, ja, mit Karussells. Wir wollten es genau wissen und haben deshalb Pastor Lammers von der Mauritiuskirche befragt. Was bedeutet der Begriff Kirmes genau? Kirmes setzt sich zusammen aus zwei Wörtern, Kirche und Messe. Messe kennen wir in verschiedenen Wortverbindungen, Leipziger Messe oder Offiziersmesse, ursprünglich herkömmlich von dem Gottesdienst, den die Katholiken Messe nennen. Dieses Wort Messe kommt aus dem Lateinischen, mittere heißt schicken und in der lateinischen Messe, früher war ja alles auf Latein in unseren Gottesdiensten, hieß es zum Schluss ite missa est, das heißt zu Deutsch, geht, ihr seid jetzt gesandt, nun geht in die Welt, nun geht in euren Alltag und versucht da das umzusetzen, was ihr im Gottesdienst hier gehört und gefeiert habt. Missa ist also die Sendung eigentlich. Kirmes würde heißen Sendung innerhalb der Kirche, von Seiten der Kirche. Das ist das Wort Kirmes. Wir besuchten auch Pastor Bastard von der Christuskirche. Der zeigte uns diese Urkunde. Diese Urkunde belegt also, dass es bereits im Jahre 1350 eine Art Jahrmarkt oder eine Messe gegeben haben muss, zu der Gaukler oder Spieler, das sogenannte fahrende Volk, kamen und an die Gemeinde Standgeld zu entrichten hatten. Doch wie kommt es nun zum Datum der Ebenbürner Kirmes, dem ersten Wochenende im September? Einerseits könnte das Datum im Zusammenhang mit der Einweihung der früheren Mauritiuskirche, der heutigen Christuskirche, stehen, die am ersten Sonntag im September Mitte des 12. Jahrhunderts stattfand. Andererseits könnte das Datum der Ebenbürner Kirmes mit dem Patronatsfest des heiligen St. Mauritius am 22. September in Verbindung stehen. Was nun genau der Grund für das Datum der Ebenbürner Kirmes ist, lässt sich heute leider nicht mehr feststellen. Es lässt sich aber sicher belegen, dass seit 1744, aber nicht vor 1724, am 21. September und am 4. Mai Jahrmärkte in der Stadt Ebenbüren abgehalten wurden. Wir fragten Passanten in der Ebenbürener Innenstadt, wie sie sich die Kirmes zu dieser Zeit vorstellen. Tja, wahrscheinlich kleiner sowieso und dann denke ich mal auch vom Angebot her so mehr als Handwerksmarkt gesehen, vielleicht, aber auch als Volksfest, auch damals von der Tradition her schon, denke ich wohl.
Gar nichts. Du glaubst, es gab keine Kirmes vor 200? Nein. Wann glaubst du, wann war die erste Kirmes? So? Vor... Das war 20 Jahre? Weiß ich ja nicht, so alt bin ich ja noch gar nicht. Das waren Handwerkermärkte, ne? Das waren eigentlich Handwerkermärkte, auf denen Leute ihr Geschirr und alles Mögliche für das laufende Jahr gekauft haben. So historische Märkte waren das damals. Bilder der Ippenbühner Kirmes von vor 250 Jahren gibt es leider nicht. Diese Bilder aus der Ausstellung Schaustellerberuf im Wandel der Zeit, die in der Sparkasse in Ippenbüren zu sehen war, lassen allerdings vermuten, wie die Kirmessen zu jener Zeit ausgesehen haben könnten. Eine Attraktion auf jedem Volksfest war früher die Schau von kleinen oder großwüchsigen Menschen, Tieren oder auch Menschen mit aufsehenerregenden Missbildungen. Eine der ersten Bewerbungen für die Ippenbürner Kirmes aus dem Jahre 1915 zeigt eine solche Attraktion, den Langen Josef. In unserer Befragung über das Aussehen der Ippenbürner Kirmes von vor 250 Jahren sagten viele Bürger, dass es Karussells gegeben hätte. Doch das eigentliche Karussell, anfangs mit Pferdekraft, dann mit Dampfkraft und schließlich mit Elektrizität betrieben, gibt es erst seit Beginn des vorherigen Jahrhunderts. Das Karussell war seit dem Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert ein ritterliches Wettspiel, bei dem zum Beispiel mit Lanzen nach Ringen gestochen werden musste, das sogenannte Ringrennen. Riesenräder, so wie wir sie heute kennen, gab es erst ab dem Jahre 1893. Damals wurde auf der Weltausstellung in Chicago ein gigantisches Riesenrad vorgestellt. Dieses Rad besaß einen Durchmesser von 76 Metern, wog 1200 Tonnen und konnte 1440 Personen Platz bieten. In den darauf folgenden Jahren überschlugen sich die Ingenieure für Riesenräder regelrecht. Dieses Rad, das auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1900 vorgestellt wurde, hatte bereits eine Radhöhe von 110 Metern. Die transportablen Riesenräder konnten allerdings aufgrund der Holzkonstruktion nur eine Höhe von 12 Metern erreichen. Erst Stahlkonstruktionen ab dem Jahre 1960 ermöglichten den Riesen unter den Fahrgastgeschäften eine Steigerung der Radhöhe und damit auch der Fahrgastkapazität. Doch wie kommt eigentlich das relativ junge Jubiläum der Ippenbürner Kirmes zustande? 250 Jahre. Dazu Ippenbürens Bürgermeister Ewald Boltzmann. Dass wir das 250-jährige Jubiläum feiern, das hat eine ganz besondere Bewandtnis. Sie wissen, 1724 wurden unserer Stadt die Stadtrechte verliehen und dann hat man sich hier in der Stadt erstmal einen gemütlichen Tag gemacht. Man hat keine Verwaltung eingerichtet, man hat keinen Haushaltsplan aufgestellt, man hat wahrscheinlich nicht mal Steuern eingetrieben. Das müssen also ganz herrliche Zeiten gewesen sein. Herr Lindmeier, Ihnen könnte heute sowas wahrscheinlich nicht passieren. Und diese Verhältnisse haben sich dann rumgesprochen bis zum preußischen König nach Berlin. Der hat eine Kommission im Jahre 1744 nach Ippenbüren geschickt und dann hat diese Kommission mit den Verhältnissen mal aufgeräumt. Sie hat eine vernünftige Verwaltung eingesetzt, sie hat eine Abgabenordnung erlassen und von da an ging es den Ippenbürnern dann nicht mehr so gut. Und aus diesem Jahre 1744 gibt es wegen dieser Geschichten Gebührenerhebungen, die an die Schausteller gegangen sind und das ist der Grund dafür, dass wir das 250-jährige Jubiläum feiern. Auch die evangelische Kirchengemeinde aus Ippenbüren greift heute noch aktiv in das Geschehen der Kirmes ein. Dazu Pastor Bastard von der Christuskirche. Als ich in Bielefeld eine Jungschar leitete vom CVJM, war in meiner Jungschar waren Kinder von dem Schausteller Robran.
Und eine Tochter hat einen Van der Feen geheiratet und die haben hier alle Jahre auf der Kirmes den Auto-Selbstfahrer, Autoscooter. Und es hat sich so langsam auch eine immer stärkere Verbindung so zur Kirchengemeinde gegeben, sodass einmal die Robrans, die Van der Feens, uns ihren Autoscooter überließen am Montag bei der Kirmes. Und da haben wir dann Plakate von uns dran gehängt und haben dann für einen guten Zweck, haben wir da 2 Stunden Autoscooter fahren dürfen. Wir saßen an der Kasse, wir machten die Musik und nahmen das Geld ein. Das war sehr großzügig und ich muss gestehen, wir haben damals sehr viel eingenommen. Das war also ein großer Gewinn. Wir haben auch alle Jahre dann da so Freikarten bekommen und dann hat sich das immer weiter entwickelt, sodass wir Kontakt bekamen mit dem Pastor Feige. Der ist jetzt pensioniert und war jahrelang der Schaustellerpfarrer. Und den haben wir dann alle Jahre hier eingeladen und in den letzten Jahren haben wir dann immer mit ihm zusammen einen ökumenischen Gottesdienst im Zelt zur Kirmes veranstaltet. Das war immer sehr gut besucht, dieser Gottesdienst im Zelt, aber erfahrungsgemäß waren da natürlich auch immer nicht viele Schausteller, weil die eben, wie gesagt, kaum Zeit hatten zur Kirmeszeit. Die waren ja voll ausgebucht, sind denn morgens todmüde, weil es oft in der Nacht geht. Wir haben dann aber auch vor allen Dingen so die Sorgen der Schausteller aufgenommen. Wisst ihr, das ist so, dass sie manchmal von den Kirmesbesuchern schlecht behandelt werden, so wie Menschen zweiter Klasse. Das können wir Deutschen gut. Ne? Das heißt also, dass sie dann angepöbelt wurden und dass man nachts, wenn dann an und für sich die Musik aus sein soll, dann ist dann noch Betrieb an den Bierständen, dann waren die besoffen, dann haben sie da an die Wagen geklopft und Leute gestört, die schliefen. Und das haben die uns immer mit ziemlicher Traurigkeit berichtet, dass also das Verhältnis eben doch nicht so gut wäre. Und da haben wir uns auch drum bemüht, in diesem Schausteller-Gottesdienst auch zu sagen, ich war, wenn nun in ein solches Fest in einer Stadt stattfindet, dann muss man auch die das Fest machen, die Schausteller, dann muss man die auch in einer Stadt annehmen und entsprechend behandeln. Was die Eppenbürner Kirmes Jahr für Jahr immer wieder zu einem besonderen Erlebnis werden lässt, ist, dass sie eine der größten Kirmesen in Deutschland ist, die in der Innenstadt gefeiert wird. Dazu Schausteller Manfred Welte. Die Eppenbürner Kirmes zeichnet sich ganz besonders aus durch ihre Innenstadtlage. Das ist also eine ganz hervorragende Geschichte. Wer heute bei der Eröffnung war, hier zum Beispiel anlässlich der Kirmes, der hat es auch gemerkt, unser Präsident des Deutschen Schaustellerbundes hat es auch betont, dass gerade durch den Innenbereich in der Stadt die Leute ja sehr, sehr mit ihrer Stadt verbunden sind und sich auch wiedererkennen in der Kulisse der heimischen Stadt und wir auch hier bei Regen nicht so sehr anfällig sind. Die Leute können in Gaststätten gehen, sind ab sofort so wieder auf dem Kirmesplatz und wir sind gerne in Eppenbüren und ich freue mich jedes Jahr immer wieder hier zu sein, weil auch hier gute Geschäfte zu machen sind, muss man einfach so sagen. Doch die Eppenbürner Kirmes fand nicht immer auf demselben Platz statt. Erst Anfang dieses Jahrhunderts fand die Kirmes auf dem oberen und unteren Markt in der Markt-, Post- und Bachstraße statt. Aus Gründen der Stadtsanierung und Stadtbebauung wurde die Kirmes Anfang der 70er Jahre auf wechselnden Plätzen und Straßen aufgebaut. Nach Ankauf des Hofes Heldermann 1972 bot sich die Nutzung der Wiese am Neumarkt als Kirmesgelände an. 1980 verlagerte sich die Kirmes vom Neumarkt zum ehemaligen Gelände Swering nach Abbruch der Fabrik 1977, da nun auf dem Neumarkt die Tiefgarage gebaut wurde. 1983 wird der Neumarkt zur Großbaustelle und die Kirmes verlagert sich zum ehemaligen Fabrikgelände Swering in der Bachstraße. Ab 1985 gibt es eine Erweiterung der Kirmes durch die Nutzung des Geländes Alter Posthof nach Abschluss der Stadtsanierung.
1985 werden Standflächen für Schausteller im Zuge der Stadtsanierung im gesamten Innenstadtbereich eingeplant. Gibt es eine Freigabe der Weberstraße als Kirmesgelände nach Umsiedlung des Betriebes Schoppmeier. Gleichzeitig kommt es zu einer Verringerung der Kirmesfläche infolge der Erstellung von Wohnungen und des Baus des Stadtkindergartens. Wird erstmals vor dem Rathaus und in der alten Münsterstraße Kirmes gefeiert. Insgesamt stehen der Kirmes heute 10.500 Quadratmeter zur Verfügung. Bei den 10.500 Quadratmetern heißt es natürlich nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern die Stellplätze werden den Schaustellern zugewiesen, die sich bei der Stadt um die Plätze beworben haben. Dazu noch einmal Schausteller Manfred Welte. Ich komme mit Sicherheit wieder und ich hoffe, dass ich auch noch sehr lange wiederkommen darf und auch meine Söhne und die da meine Geschäfte weiterführen, auch die noch Ibbenbüren beschicken, weil wie gesagt, für uns gehört Ibbenbüren zu einem festen Bestandteil in der Reiseroute. Und das muss man einfach wissen, dass Schausteller nicht auf blauen Dunst von heute auf morgen in irgendeine Stadt fahren, sondern das geht nach einem Ausschreibungsverfahren. Man muss sich also frühzeitig dort bewerben um diesen Markt und dann bekommt man, wenn man bekannt und bewährt ist, oder sonst irgendwie sich nicht zu Schulden kommen lässt, seine Zulassung und kann im nächsten Jahr dann dort wieder aufbauen. Herr Welte erzählte uns auch, was er an der Eppenbürner Kirmes nicht so gut findet. Was mir nicht gefällt, das fällt mir im Moment eigentlich als Negatives, nichts Gravierendes ein. Was schön wäre, wäre irgendwo eine zentrale Stelle, wo man mit den Wohnwagen, wir stehen ja gerade hier mitten auf einem Wohnwagenplatz, irgendwie auf Dauer, dass dort was gesichert wäre. Aber das ist natürlich, das ist ein Wunsch, das ist hier in Ibbenbüren so nicht möglich. Weil freie Flächen, die zur Verfügung stehen, ja irgendwann in nächster Zeit bebaut werden. Und wir so mit unseren Wohnwagenparks immer etwas wechseln müssen. Das wäre ein Wunsch, aber das wird kaum zu realisieren sein. Das ist schon Fantasie, ne? Also mal ganz besonderer Nervenkitzel an diesem Karussell bringt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, was Spaß macht und neu ist, das soll natürlich auch nach Ibbenbüren kommen. Die Stadt Ibbenbüren versucht natürlich, diese Karussells nach Ibbenbüren zu bringen. Im Jahre 1994 war die Attraktion der Kirmes das neue Fahrgeschäft Colorado. Wir versuchen den einfachen Salto. Achtung! Es geht los. Dazu Herr Schneider, Besitzer des Colorados. Sind Sie das erste Mal auf der Ebenbühner Kirmes? Nicht ganz. Wir waren vor 8 oder 9 Jahren schon mal mit unserer Riesenschaukel Alte Liebe hier, die auch in diesem Jahr wieder seit langer Pause dabei ist. Und daher war mir die Ibbenbürner Kirmes auch bekannt, auch in guter Erinnerung. Und daher auch mein Bestreben, mal dieses neue Karussell hier nach Ibbenbüren zu bringen. Cool, Sie können dabei sein. Wir können aber einmal hochgehen, gehen Sie ruhig.
Ein letzter Höhepunkt der Ippenbürner Kirmes ist das traditionelle Feuerwerk am Montag um 21 Uhr, welches übrigens von den Schaustellern finanziert wird, die sich damit bei den Besuchern der Ippenbürner Kirmes bedanken möchten. Auch wir wollen mit diesem Höhepunkt unseren Streifzug durch die Geschichte der Ippenbürner Kirmes beenden.